Herzlich willkommen beim Video Wie werde ich OER-Expertin? In diesem Video erhalten Sie einen Überblick, wie Sie OER-Expertin werden können. Sie können damit Ihr Grundlagenwissen über die Möglichkeiten der OER-Zertifizierung fördern. Forum Neue Medien in der Lehre Austria, kurz FNMA, ist im Rahmen der Initiative Open Education Austria Advanced für die Entwicklung eines Zertifizierungsverfahrens verantwortlich. Der Vorschlag dazu stammt von einer Arbeitsgruppe OER von FNMA. Die Idee dahinter ist, das OER-Weiterbildungsangebot, die Kompetenzentwicklung bei Lehrenden und die OER-Entwicklung sowie OER-Aktivitäten von Hochschulen zu fördern und sichtbar zu machen. In enger Zusammenarbeit mit allen österreichischen Stakeholdern werden dazu seit März 2020 bis 2024 die notwendigen Verfahren und Prozesse aufgesetzt und in die Praxis umgesetzt. Im Rahmen der Entwicklung können so Hochschulen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weiterbildung zu offenen Bildungsressourcen anbieten, auch zusätzlich das OER-Zertifikat der FNMA verleihen. Für Personen ist die Teilnahme an einer OER-Weiterbildung im Umfang von einem Credit Point, das heißt 25 Arbeitsstunden, sowie 3 eigene und veröffentlichte OER die Voraussetzung. Auch Hochschulen können ein OER-Zertifikat erhalten. Für Hochschulen gilt dabei, sie müssen ein Qualifizierungsangebot zu OER nachweisen, eine Strategie zu OER, eine definierte Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit OER-Zertifikat sowie ein OER-Repositorium nachweisen. Das ist wirklich eine Herausforderung, aber die beschriebenen Kriterien werden als gute Grundlage für die OER-Einführung und OER-Erstellung an Hochschulen gesehen. Und diese Basis soll mit der OER-Zertifizierung als Begleitmaßnahme zu weiteren OER-Aktivitäten geschaffen werden. Weitere Informationen zu OER-Zertifizierung finden Sie auf den Seiten der FNMA und des Projekts Open Education Austria Advanced. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. OER-Ausbildungen fördern die Kompetenzentwicklung und die Aktivitäten rund um OER an österreichischen Hochschulen. Voraussetzung für eine Zertifizierung als Lehrende oder Lehrender ist die Teilnahme an einer OER-Weiterbildung im Umfang von einem ECTS-Punkt sowie 3 veröffentlichte Open Educational Resources. Auch ganze Hochschulen können ein OER-Zertifikat erhalten. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse über die OER-Zertifizierung erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!